So, willkommen zurück bei Pokémon Team Rocket Edition. Nachdem wir im letzten Part ja gnadenlos gegen einen Zubat verloren haben mit unserem Smoggern, brauchen wir ein neues Team-Pokémon. Ach, da steht Shop! Ah, jetzt verstehe ich erst, was da steht. Fail. Ja. Gut, gehen wir mal zurück zur Höhle. Und hier kommt wieder die Musik aus Route 2, beziehungsweise Route 1. Und hier ist, ja, hier ist wieder die Höhle des Grauens, in dem wir verloren haben. Was ist eigentlich da hinten? Sieht ja interessant aus. Wo geht's denn da unten eigentlich hin? Na egal, das werden wir schon sehen. So, hier sind wir wieder. Und jetzt werden wir nicht verlieren. Jetzt suchen wir uns zuerst einen Growlithe. Also einen Vulcano. Hä, wo geht's denn da raus? Hä? Ach, da geht's raus, aber das sieht man noch gar nicht. Na gut, also. Aufpassen, hier müssen wir uns merken, dass wir hier raus müssen oder können. Na komm schon, Vulcano, tauch auf. Ich glaube, ich speede mal, bis eins auftaucht. Vulpix, interessant. Wollen wir es fangen? Ne, komm. Vulpix ist nicht so gerade mein Lieblings-Pokémon. Da mag ich Vulcano mehr. Also killen wir es mal. Und ich habe auch nachgeschaut, wann Koffing neue Attacken lernt. Und zwar lernt es erst neue Attacken mit Level 32. Und zwar Schlammbad. Aus dem Grund, weil man im normalen Pokémon-Spiel die Smoggons erst mit Level 29 fängt. Oder in dem Level halt. Und es keine 5er gibt. Und Pan gibt es ja auch nicht. Lumanda! Cool. Ich glaube, ich fang's. Boah, hat Level 10. Krass. Oh, Junge, Junge, jetzt muss man aufpassen. Also, ich fang's mal, ne? Oder ich versuch's zu fangen. Aber ich glaube, man hat das geschaffen, weil Glumanda hat 2 Level mehr als wir. Aber ist schon krass, dass es hier Glumandas gibt. Ja gut, es sind Starter. Ist mir schon klar, dass hier auch Starter auftauchen als wilde Pokémon. Das ist bei einem Hack nicht unnormal. So, jetzt haben wir beste Chancen, es ist geschwächt, es ist, hat eine Statusveränderung, Pokéball. Einmal. Fail. Mist. Ich möchte nicht schon wieder drauf gehen, das wäre sehr uncool. Na komm, ich probiere es mit Tackle. Oah! So, und diesen Tackle überlebst du jetzt. Sehr schön, jetzt müsste es doch gehen. Komm schon, Pokéball. Und ich glaube, jetzt sind wir schon wieder tot, oder? Oh, uiui, warum ist riskieren? Ich riskiere es einfach mal, komm. Wir sind eh Team Rocket. Team Rocket verliert eh die ganze Zeit. Und ich glaube, das war's. Game over. Mal wieder. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Okay. Aber schon cool, dass die Glumandas auftauchen. Mist, wir sollten nicht so verschwenderisch mit den Bällen sein. Wir haben nicht so viel. Außerdem verlieren wir auch immer Geld, wenn wir in Ohnmacht fallen. Ich glaube, ich trainiere zuerst die Pokémon und dann fangen wir. Und zwar, soll ich sie in den Berg trainieren? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich trainiere sie lieber auf der Route 1 oder wie auch immer die Route auch heißt. Denn ein Smoggern ist, naja, nicht gerade das beste Pokémon. Und auf dem Level schon gar nicht. Wir haben es ja erst auf Level 8. Das heißt, wir müssen mehr trainieren. Ein Ratzfatz schon wieder. Ja gut, die Pokémon hier haben Level 3, aber das ist gut. Das ist eine leichte Beute für unser Smoggern. Wailwhip. Soll ich das trainieren im Speeden? Ich glaube, das mache ich. Das ist ja im Grunde nur ein bisschen trainieren. Schadet ja niemanden. Im Gegenteil. Also ich speede mal, ne? Dum dum dum. Level 9. Hier ein Dodo. Hier ein Radfratz. Und wir sollten mal wieder
Siehe, fuck. Okay, wir haben schon wieder verloren, aber es macht nichts. Wir verlieren eh nur ein bisschen Kohle. So, Level 10, ich mach's mal bis Level 12. Und dann gehen wir nochmal in die Höhle. Ja, es ist trainieren leichter. Nein! Erinnere mich ein bisschen an meinen Rot-Let's Play, was ich gespielt habe. Das war ein Let's Play, das habe ich am Stück gemacht. Und habe dafür die ganze Zeit gespielt. Das war die längste Aufnahmesession, die ich je hatte, mit 5,5 Stunden. So, gleich haben wir Level 12. Noch ein paar Radfratz und Dodos und Pinsirs müssen sterben. Hä? Achso, keine AP mehr. Na gut. Nein? Okay. Lassen wir's bei Level 11. Gehen wir wieder in die Höhle. Und ohne zu speeden. Nein, ich denke dauernd, dass es hier weitergeht, da ist hier nur der Pokémon-Markt. Okay. Dann gehen wir wieder da nach oben. Und nach unten. So. Jetzt möchte ich ein Feuer-Pokémon haben. Egal, was ich dafür tun muss. Glumanda natürlich cool. Glumanda und Akani, das sind meine Lieblingsfeuer-Pokémon der ersten Generation. Vulpix allerdings nicht. Also, Vulpix, du hast mich gehört. Du musst leider sterben. Weil du mir im Weg bist und weil ich Erfahrungspunkte brauche. Also, mach's gut. Und ich glaube, die Attacke wird's überleben, ja. Ember. Smog. Smogon benutzt Smog. Eine echt clevere Taktik. Ember. Ember ist doch ein Name, oder? Keine Ahnung. Heißt jemand von euch Ember? Wenn ja, schreibt es einen Kommentar. Ja, hätte was fangen können, aber ist egal. Komm. Wir brauchen sowas nicht. Schon gar nicht in unserem Team. Vulpix ist zwar ein gutes Pokémon, aber die Mande und so sind schon stärker. Vulcano. Growlithe. Und du setzt jetzt nicht Brille ein, ich warne dich. Wenn du Brille einsetzt, mag ich dich nicht mehr. So, und das überlebst du jetzt. Und jetzt setzt du Biss oder sowas ein. Guter Junge. Braves Hündchen. So, und jetzt bleib in dem Ball drin. Boah, noch zwei Pokébälle, jetzt haben wir nur noch einen. Yay! Yeah! Vulcano! New Pokédex Data will be added for Growlithe. Growlithe Puppy. HT ist wahrscheinlich die, keine Ahnung, was HT ist. Und WT ist, weiß ich auch nicht. Irgendwas mit Gewicht und Größe wird es sein. Very protective of this territory. It will bark and bite to repel intruders from its space. Was? Space? Space! Aus Portal 2, dieser Space Core. Ah, es ist vergiftet. Weil wir es ja mit Smog geschwächt haben. Und hier ist Glumanda schon wieder. Cool. Wir haben noch einen Ball. Wollen wir es riskieren? Ja, komm, schauen wir mal, ob wir es kriegen. Dann kann ich mich zwischen Glumanda und Charmander entscheiden. Obwohl ich da, glaube ich, Charmander nehmen werde. Weil Glurak ist ganz schön cool. Muss ich schon sagen. Ist eins meiner Lieblingsfeuer-Pokémon, habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Oje, unser Koffing brennt. Na gut, ich schmeiß mal den Ball, obwohl ich nicht glaube, dass es drin bleiben wird, aber ist egal. Also gut, fliehen wir. Das ist mir jetzt eine Nummer zu groß. Ich möchte jetzt nicht mehr normal sterben. Can't escape. Jetzt lass mich fliehen, du. Also geht doch. Danke. Gut, und jetzt zurück ins Pokécenter und heilen und unser Vulcano heilen, genau. Growlithe fainted. Wegen dem Gift, na gut. Das Gift gibt's ja in der fünften Generation nicht mehr außerhalb des Kampfes.
In der vierten ist es, glaube ich, noch der Fall, aber da hat es noch ein KP mehr übrig, wenn es außerhalb des Kampfes mit dem Gift KP abgezogen bekommt. Okay. PC heißt es, Pokécenter, verstehe. Und da ist ein Pokéball daneben. Ah, jetzt sehe ich das richtig. Im letzten Part habe ich das ja nicht so gesehen. Okay, why needed your Pokémon? We hope to see you again. Gut, was machen wir jetzt? Wir setzen Bukano an erste Stelle. Es hat ja nur Level 5. Wollen wir es gleich trainieren? Ja, komm, trainieren wir es mal gleich. Wieder dieselbe Taktik wie damals, wie bei Bites. Bites. Cooler Sprite übrigens für die erste Generation. Was Vulcano angeht, ich werde es mit Level 50 entwickeln, mit einem Feuerstein, weil es, wenn man es sofort entwickelt, mit einem Feuerstein lernt Vulcano keine neuen Attacken mehr. Und mit Level 50 lernt Vulcano Flammenwurf. Und das ist ein Muss, würde ich sagen, für ein Feuer-Pokémon, besonders in der ersten Generation. Oh je, wir müssen unser Vulcano heilen, es ist sehr angeschlagen. Aber dieses Dodo hat es noch geschafft. Das zeigt mal, wie gut eigentlich Vulcano ist. Aber in Zukunft werde ich es so machen, dass ich das Training offscreen machen werde, weil das ist eigentlich nervig, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht, wie ihr es findet. Also, das... Ja, das mache ich jetzt einfach mal so zur Demonstration, wie so ein Training bei mir aussieht. Einfach mal hinter den Kulissen, sag ich mal. Okay. Genug gesungen. Jetzt müsste Vulcano bald Glut lernen. Oder auch nicht. Du lernst jetzt Glut, Vulcano. Hey, cool. Immer One-Hit-Kills. So mag ich. So stelle ich mir ein Training vor. Pokémon kommt. Bis und Ende. Und Level 9 inzwischen. Hat nur noch einer AP bis. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Nein! Jetzt können wir Rohr einsetzen, ist ja egal. Dum, 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 dum. So. Bis. Ich mache es nochmal, bis das alles verbraucht ist und dann reicht es mit dem Training. Dann geht es wieder weiter in den Berg. Also wie gesagt, in Zukunft wird es nicht mehr so sein, dass ich das Training im Screen mache. Sondern das werde ich dann offscreen machen, da werde ich wahrscheinlich pausieren immer. Da werde ich sagen, okay, ich trainiere mal kurz die Pokémon auf der Welt so und so und dann mache ich das auch offscreen und ja. Und dann geht es einfach direkt weiter, dann hätten wir uns das Ganze jetzt sparen können. Wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, schon die Hälfte des Parts mit dem Trainieren verschwendet. Aber das ist ja nicht so schlimm, wir haben ja genug Zeit. Außerdem muss ich ja noch Cryostasis und so. Cryostasis und Minecraft machen nebenzu. Und damit muss ich das Display auch leider ein bisschen in die Länge ziehen, bis die PC-Let's Plays fertig sind. So, okay, das reicht jetzt mit dem Training. Und tschüss. Dodo, haut ab. Okay, zurück ins Pokémon Center. Jetzt können wir hier wieder ruhig aufspeeden. Das ist ja nur unnötiges Gequatsche. Okay. Und zurück in den Berg. Das speede ich jetzt auch mal. Wir kennen ja den Weg. So. Okay. Dann trainieren wir jetzt unser Vulcano nicht mehr weiter, sondern ein Zubat. Na gut, hätte ich mir denken können, dass es hier Zubat gibt. Ist ja nicht so untypisch für eine Höhle. Bis. Enemy Zubat used Leech Life. Suck it hit from Growlithe. Na gut. Bis und tschüss Zubat. So, wieder ein paar Erfahrungspunkte. Sehr schön. Okay, gehen wir mal in die Höhle weiter hinein. Na, gegen den haben wir nicht verloren. Das waren andere. It's hot in this volcano. Es ist heiß in diesem Vulkan.
It hurts my Pokémon, es verletzt meine Pokémon. Ein Käfersammler, oh Gott, was sucht ein Käfersammler in einer Vulkanhöhle? Schade, dass unser Vulkano keinen Glut kann. Das hätten wir, dann hätten wir ein leichtes Spiel, aber naja. Jetzt müssen wir halt mit Biss angreifen. Poison String. Giftstachel. Und es ist vergiftet. Hätte ich mir denken können. Na gut. Biss. Yo, Leute, hört's bei Poison. Und tschüss, Wiedle. Venurat, was ist das? Kokuna? Blutzug, ah, interessant. Ah, oh, das Gift. Nein, Aussetzer. Ah, jetzt können wir nur noch Rohr. Okay, zum Glück ist Rohr blockiert. Ist was? Also ja, ist nicht mehr blockiert. Okay, ich dachte gerade, Biss wäre blockiert, wo ich da gerade gelesen habe, dass Rohr blockiert ist. So, Biss. Du wirst jetzt gebissen, Venuat. Oh, Tackle. Ah. Gut. Blitzog hätten wir erledigt und Growlite Greed to Level 12. Immer noch kein Glut, schade. Caterpie, das ist, Raupi, ne? Ja, Raupi. Ah, mein Pokémon-Englisch ist sehr gut, eigentlich. Tackle. Ich sag jetzt nur noch Tackle aus dem Grund, weil ich früher immer Tackle gesagt habe. Und ich jetzt mal auf Spaß Tackle sage. Schon wieder Tackle. Oh nein, Growlite kriegt auf die Fresse. Aber Caterpie wird gebissen und ja. James besiegt Bugcatcher. Ah, just. Er hat verloren. Ich habe verloren. Ja gut. Hier ist ein Item. James found Escape Rope, also ein Fluchtseil. Da unten ist wieder dieser Trainer da, der uns alle gemacht hat mit seinem Zubat im letzten Part. Wenn wir schon über Zubat reden, da ist eins. Ah, vielleicht schafft Growlite es, aber vielleicht auch nicht. Ich probiere es mal, vielleicht ist es ein One-Hit-Kill. Ah, Leech Life wird es überleben. Es ist ja nicht sehr effektiv. Oh, okay. Growlite hat Zubat noch geschafft. Hätte ich nicht so richtig gedacht, dass es... Ja, da ist noch ein Item. Anscheinend kann man da hin. Sonst würde dieses Item ja nicht da sein. Unser Growlite ist down. Wollen wir mit unserem Smogon gegen den kämpfen? Im letzten Part haben wir da grenadenlos gefällt gegen den Paras. With Paras appeared. Na komm, lassen wir Koffing auf dieses Paras los und mit einer Tackle attackieren wir es natürlich. Kratzer! Na, ist gleichzeitig wieder ein bisschen trainieren, ne? Schade da nicht. Ein paar Erfahrungspunkte für unser Koffing. Das erst mit Level 32 oder so, Schlammbad lernt. Ich habe nachgeschaut. Und zwar entwickelt sich Smogon doch mit Level 35 zu Smogmog. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es Level 32 ist. Weil ich hatte mal einen Smogon in meinem Rubin, also privat bei meinem Rubin-Edition. Da habe ich es ein bisschen trainiert und da hat es sich mit Level 42, glaube ich, entwickelt. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre und völlig einen Blödsinn gerade erzähle. Leech Life. Aber ich frage mich, warum die Attacke sehr effektiv ist. Ich meine, Käfer gegen Gift. Ich meine, wenn eine Giftschlange von einem Käfer gebissen wird, das ist doch gar nichts. Oder? Was meint ihr? So. Also gut, jetzt gehen wir mal. Kämpfen wir gegen den, der uns im letzten Part gefistet hat. Kannst du jetzt standhalten? Ja, du Super Nerd, du. Mit deinem. Ach, der hat zwei Pokémon. Okay, dann haben wir im letzten Part gegen seinen Super gefällt, dass, obwohl er noch ein zweites hat. Na gut, Tackle. Bitte nicht mehr selbst verletzen, Koffing, ja? Das hatten wir ja schon mal. Gut. Unser Koffing hat dazugelernt und es verletzt sich nicht mehr selber. Aua! Oh, Leech Life, sehr effektiv. Voll unlogisch. Na gut. Nicht selbst verletzen. Nicht schon wieder.
Mach's nicht bitte wie so im letzten, wie im letzten Part. So, danke, du bist nicht verwirrt. Jetzt schaffst du dieses Zubat und das ohne einen Trank. Komm schon. Kill ihn. Nicht schon wieder. Entweder mit saumäßiges Pech oder er hat saumäßiges Glück. Oder beides. Ich glaube eher beides. So, nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Jetzt ein Volltreffer, bitte. Ah. Oh, ja, ich glaube, diesen Kampf werden wir verlieren, aber wir schaffen es, dieses Zubat zu besiegen. Das ist doch schon mal was. Critical Hit, den hättest du früher machen können, aber gut. Geodude, das ist Geowatz, Kleinstein. Probier's mal mit Smog. Ich glaube, wir werden jetzt verlieren, weil, ja. Defense Curl. Er wird seine Verteidigung haben, wir wahrscheinlich vielleicht noch einen Trank. Nein, leider nicht. Ich probier's mal zu vergiften, obwohl ich glaube, dass wir verlieren werden, aber was soll's. Defense Curl. Jetzt hör auf, dich zu verteidigen. Das ist doch nur eine Verzögerung. Unser Smog zieht jetzt gar nichts mehr ab. Seht ihr das? Mist, daneben. Mist, getroffen. Mist, ein HP noch. Wir sind haben verloren. Wir sind verloren. Mal wieder. Eine Niederlage nach der anderen. Und warum gehe ich wieder ins Pokémon Center? Kann mir das jemand erzählen? Na gut, gehen wir einfach mal wieder in diese Höhle. Und, ja. Schon wieder gehe ich dahin. Natürlich mit Speeden, wir kennen ja das mittlerweile schon. So, hier sind wir wieder am Ort, an dem wir schon mehrmals verloren haben. Und hier ist ein Vulcano. Vielleicht sollten wir unser Pokémon doch trainieren auf Level 15. Ich glaube, es mache ich mal, aber allerdings offscreen werde ich das machen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder mit Level 15 der Pokémon. Bis dann, servus. So, die Pokémon sind jetzt alle auf Level 15 und es geht weiter. Jetzt gehen wir aber echt in die Höhle und werden jeden Trainer besiegen, der uns in sich uns in den Weg stellt. Im Namen von Team Rocket. Ein Paras. Will Paris appeared. So, hier ist Smogon. Hat leider keine neue Attacke gelernt und ich glaube, Growlithe hat auch keine gelernt. Nee, hat keine neue Attacke gelernt. Schade, eigentlich. Ich dachte, Vulcano erlernt die Attacke Glut etwas früher als. Naja, andere Pokémon. So mit Level 8 habe ich gedacht, so ungefähr wie Glumanda, aber allerdings ist es nicht so gewesen. Was sehr schade ist, eigentlich. Und schon wieder ein paar. Beim Training habe ich in dieser Höhle einen Sandern begegnet und einen Ponita. Deswegen nicht wundern, falls wir plötzlich einen Eintrag im als Ponita und Sandern im Pokédex haben. So. Can you stand the heat? Natürlich kann ich die Hitze standhalten. So, jetzt war ein Revanche. Hier ist wieder sein Kack-Zubat. Unser Growlithe wird da keine Probleme haben. Außer wenn es verwirrt ist natürlich, aber das glaube ich eher nicht, dass es passieren wird. Denn jetzt greift er eh mit Blutsauger an und diesen nächsten Biss wird er nicht überleben. Und tschüss, Zubat. Man nett mit dir. Jetzt kommt sein Geodude, also sein Kleinstein. Wir müssen es vergiften, wir haben keine andere Wahl. Alle anderen Attacken wären, naja, nicht so talent. Smog. Smog, jetzt aber trifft doch, wir müssen dieses Kleinstein vergiften. Vergifte es. Hallo. Koffing. Ich sagte vergiften. Jetzt vergift er es. Gift, Gift. Oh. Koffings Attack? Mist. Also, Koffing ist echt scheiße. Zumindest am Anfang. Jetzt er endlich vergiftet. Juhu, ich freue mich. Enemy Geodude hurt by Potion. Poison. So, da gibt es doch so eine Band oder so eine Rockband, die heißt Poison. Keine Ahnung. Und nee, Musik von denen gehört, ich kenne sie auch nicht. Ich weiß nur, dass es eine Band von denen gibt, also namens Poison. Ja, ich glaube, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ihr seht ja, wie lange das jetzt dauert. Soll ich speeden?
Na, ich möchte jetzt eigentlich nicht so oft speeden. Wir haben in dem Part schon häufig gespeedet. Na komm, das mache ich jetzt. Das dauert mir einfach viel zu lange. Bis dieses Geodude platt ist. So, und jetzt haben wir uns 5 Minuten gespart. I guess I can't. Boah, der hat uns vielleicht aufgehalten. Gut, also hier kann... Vielleicht ist hier ein verstecktes Item. Vielleicht, aber auch nicht. Mal gucken. Ich glaube eher nicht. Okay, hier ist eine Trainerin. There is no way to get past without battling me. Eine Göre wieder, ja. Les. Lass mich in Ruhe, hahaha. Pikachu. Wollen Sie uns klauen? Nee, Spaß. Donnerwelle, oh nee. Bis. So. Du hast mich gebissen. Schnauze, ich beiß dir jetzt nochmal. Und tschüss, Pikachu. James defeated Les. Eine Lesbe, hahaha. Okay, aha, sieht ja interessant aus. Die Höhle wird immer interessanter. Hier ist das Item, was wir vorhin gesehen haben. Es ist ein Trank. Und nennen wir das Pokémon ein Zubat. Wow. Unser Growlithe ist paralysiert wegen dem Donner, wegen der Donnerwelt von Pikachu. It's not very effective. Boah, ein One-Hit-Kill. Ich bin stolz auf dich, Vulcano. Ja, wir haben auch gut trainiert und ich habe gut trainiert. Ich habe es ja offscreen gemacht. Ein bisschen haben wir ja auch inscreen gemacht. Und ich wollte gerade einsammeln, da taucht hier dieses Paras auf. Oh Mann. Aber egal, komm, Vulcano mit einer Kratzattacke. Vulcano mit einer Kratzattacke, ich meine, Vulcano mit einer Bissattacke. Ich war kurz neben mir. Was ist Bissattacke TM 12? Das ist Aquaknall, glaube ich. Ich schaue aber mal schnell, ob es auch stimmt. So, Item. TM 12. Es ist Aquaknall, ganz wie ich es gesagt habe. Ah, ich bin vielleicht ein Experte. Oder ein Freak. Ein Trank schon wieder. Und ein Vulcano schon wieder. With Growlithe apparent. Na ja, komm, ich habe. Was? Du lässt uns nicht fliehen? Na gut, dein Pech, wenn du uns nicht fliehen lässt. Hallo! Es lässt uns nicht fliehen, setzt aber dafür Brille ein. Sehr klug. Ein Vulpix. Kennen wir. Keine Lust zu kämpfen. Warum lasst ihr uns nicht fliehen? Seid ihr wirklich so aggressiv? Haben wohl seit Jahrhunderten keinen Menschen gesehen. Und jetzt lassen sie uns nicht fliehen. So, bis. Okay. It's over 100 degrees in here. It's over 100! That's amazing. Es ist 100 Grad hier drin. Das kann halt sein. Degrees ist wahrscheinlich eine andere Hitzeeinheit oder wie auch immer. Wahrscheinlich die Amerikaner, die haben ja immer für jeden Scheiß eine andere Bezeichnung. Zum Beispiel, wir sagen Kilometer, die Amis sagen Meilen. Wir sagen Meter, die Amis sagen Feet oder so. Wir sagen Kilogramm, die Amis sagen Pfund. Wir sagen Euro, sie sagen Dollar, also ja. Irgendwie blöd eigentlich von denen, aber na gut, ist ihre Sache. Und Level 16 für Growlithe, jetzt lernst du aber Glut. Immer noch nicht. Was ist denn los mit dir? Keine neue Attacke, was? Jetzt komm, wann lernst du denn Glut? Ich glaube, ich muss danach schon im Wiki, wann es Glut lernt. Dann ist es Level 17. Tackle, ein Volltreffer diesmal. Hätte eigentlich schon längst ein Snappo sein können, weißt du das? Na gut, wer nicht trainiert, kriegt auf die Fresse. Good game, gutes Spiel. So, jetzt verwende ich den Trank, um unser Growlithe zu heilen.
Oh, Koffing ist auch angeschlagen. Na gut, dann setzen wir noch einen Trank bei Koffing ein. Ich hoffe, jetzt taucht Jesse nicht auf, jetzt irgendwo auf. Das wäre jetzt ziemlich blöde. Und hier ist noch einer. Und es taucht noch ein Pokémon auf, ein Ponyta. Ponyta. Auf Englisch Ponyta. Also Pony schreibt man ja mit Y. Im Deutschen ist es aber mit I geschrieben. Ponyta. It's way too hot in here. Es ist wirklich zu heiß hier drin. Dann werde ich abkühlen. Ein männliches Nidoran. Na gut, wird zu Nidoking. Sehr gutes Pokémon eigentlich. Horn Attack. Oh nee, jetzt nervt uns die Paralyse. Nein. So, bis. Quillkit mal wieder. Unser Growlithe teilt ganz schön aus. So, Radetta, da lassen wir Koffing an. Koffing muss ja auch noch ein bisschen trainiert werden. Und zwar mit Smog. Jetzt kannst du wahrscheinlich Hyperzahn des Radetta oder Ruckzuckhieb mit Level 12. Aber es setzt Tackle ein. Ja, hier ist Ruckzuckhieb Quick Attack. Und warum geht Smog daneben? Ich muss mal die Genauigkeit von Smog anschauen. Ich meine, so ungenau kann die auch nicht sein. Ich schätze 85 oder so. 85%, dass die trifft. Aber so wie es bei uns gerade ist, würde ich sagen, es sind nur 50%. So, Zubat schon wieder. Oh man, ich mag keinen Zubat in diesem Let's Play zumindest. Ich brauche ein Elektro-Pokémon. Magneton wäre cool. Ich glaube, ich hole mir ein Magneton als Elektro-Pokémon. Warum setzt sich Rohr ein? Ah, bis. Habe ich mal ganz kurz nicht nachgedacht und Rohr eingesetzt. Das haut mich völlig aus dem Rohr. Hahaha. Super Sonic, zum Glück geht die daneben. Das wäre eine Katastrophe, wenn es getroffen hätte. Huh, schon wieder daneben. Jetzt haben wir aber Glück. Und Zubat ist down. Too hot for me, es ist zu heiß für mich. Das sagen hier alle irgendwie, fällt mir auf. Wir wollen eigentlich erkennen, wo der Ausgang ist. Fällt mir gerade ein. Ich meine, es gibt hier einen Ausgang, ne? Aber wie wollen wir sehen, dass da ein Ausgang ist? Wir werden immer und ewig in dieser Höhle verrotten. Und nie den Ausgang finden. Ah, hier ist er. Okay, wo sind wir hier jetzt? Achso, das ist die Musik. Oje, oje. So, schauen wir mal auf die Karte, wo wir jetzt sind. Town Map. Ah, wir sind jetzt hier, okay. Wir waren ja hier in Urin-Town. Dann sind wir in Neptarville gewesen und dann über die Volcano Cave sind wir jetzt hier in Feldspur City. Interesting. Und hier ist ein Pokémon Center. Ach, wie schön. Markt, na toll. Ich kann nicht lesen, da steht Job, Tatsache. Hier ist das PC, das Pokémon Center. Ich muss mal kurz auf den PC, haha. Bla 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 bla. So, was hast du zu sagen? Have you faced Sandy yet? Everyone agrees that she is the almost too strong to be a gym leader. She should be one of the Elite Four, don't you agree? Also er sagt, dass die Arenaleiterin keine Arenaleiterin sein sollte, sondern lieber eine von der Top 4. Na gut, dann schauen wir uns im nächsten Part die Stadt an, beziehungsweise schauen nach, wie es weitergeht. Bis dann, Leute, Servus!